Inter Mailand ist auf Stürmersuche und es könnte heiß werden um Zlatan Ibrahimovic. Darauf werden wir heute schauen, aber auch auf die Streichliste von Real Madrid im Winter. Wer könnte den Verein bald verlassen? All das und vieles mehr gibt's heute in unserer neuen Folge von TMTV. Ronaldo, Brasiliens Weltmeister von 2002, hat auf dem YouTube-Kanal Other mit Neymar über dessen zahlreiche Schwalben bzw. große Theatralik bei Fouls diskutiert. Und darin gab es folgendes Zitat von Ronaldo. Ich habe mit deinem Vater gesprochen und er sagte, dass du so spielst, damit du dich nicht verletzt wegen deines Körpers. Es gehe darum, dich körperlich zu verteidigen und da du früher schmächtiger warst als die anderen, war der beste Weg, um das zu tun, schneller zu fallen. Tja, was meint ihr? Ist dieses frühe Fallen, diese Theatralik im Spiel von Neymar berechtigt aufgrund seiner Verletzungsanfälligkeit? Seid ihr da auf einer Linie mit Ronaldo? Oder sagt ihr, das sind alles pure Schauspieleinlagen, das muss überhaupt nicht sein? Schreibt uns dazu gerne eure Ideen und eure Meinung in die Kommentare. In unserer Gerüchteküche dreht sich heute einiges um Zlatan Ibrahimovic, genauer gesagt um Inter Mailand. Denn die Mailänder suchen nach einem Ersatz für Alexis Sanchez, der ja verletzungsbedingt die nächsten 3 Monate ausfallen wird. Und zudem ein Backup für Lukaku. Und da ist eben der Name Zlatan Ibrahimovic gefallen. Der steht ja noch bis Ende des Jahres bei LA Galaxy in der US-amerikanischen Profiliga MLS unter Vertrag. Und Ibrahimovic, der hat sich bereits selbst zu diesen Gerüchten geäußert. I have a contract until 31 December, I think it is. So until then, there is no other thoughts. I respect my contract, and if I leave, you will have less to write about. If I stay, you will still have something to write about. So let's see what happens. Also klare Ansage von Zlatan Ibrahimovic, Respekt für seinen aktuellen Vertrag. Er will sich momentan nur auf LA Galaxy konzentrieren und wie es dann weitergeht, das hat er offen gelassen. Und mal abwarten, hat gesagt, das wird doch noch früh genug bekannt, wie es bei ihm weitergeht. Aber es gibt auch weitere Gerüchte, wer denn zu Inter Mailand wechseln könnte. Zum Beispiel auch Artem Dzyuba, der ja bei Zenit St. Petersburg unter Vertrag steht. Der Mann, der... ja, auch so ein klassischer, bulliger Mittelstürmer ist durchaus ein interessanter Spieler. Weitere Namen, die genannt werden, sind Keita Balde laut der Gazzetta dello Sport und auch Mario Mandzukic von Juventus Turin. Er soll auch ein potenzieller Kandidat sein, aber das ist eher unwahrscheinlich, denn zu Mario Mandzukic gibt es ja einige andere Gerüchte. Da soll nämlich Inters Stadtrivale AC kurz vor einer Einigung mit dem Ex-Spieler vom FC Bayern München stehen. Vorher gab es ja auch Gerüchte um einen Wechsel zu Manchester United. Also da passiert viel um ihn, aber am wahrscheinlichsten ist momentan die Option AC Mailand. Schauen wir auf Paulo Dybala, der könnte doch bei Juventus Turin bleiben, das berichtete Tutto Sport, denn er genießt das Vertrauen vom neuen Trainer bei Juve von Maurizio Sarri und er hat sich in die erste Elf reingespielt. Nun steht sogar eine Vertragsverlängerung im Raum. Thomas Meunier, das ist ein Spieler, der zu Juventus wechseln könnte. Steht ja aktuell bei Paris Saint-Germain unter Vertrag, aber dieser Vertrag läuft im nächsten Sommer aus und dann wäre er ablösefrei zu haben und das ist ja durchaus etwas, was Juventus schon häufiger praktiziert hat, zu einem guten Zeitpunkt zuzuschlagen. Das Gerücht kommt von Calcio Mercato, also schauen wir mal, was da dran ist. Jedenfalls soll der Außenverteidiger Meunier bei Juve auf dem Zettel stehen. Weiter geht's mit den Italienern. Laut der Gazzetta dello Sport hat der AC Mailand ein Angebot für Franck Kessié vorliegen. Der zentrale Mittelfeldspieler könnte zu den Wolverhampton Wanderers wechseln, die Interesse am Ivora haben sollen. Schon im Sommer haben die Engländer an einer Verpflichtung des 22-Jährigen gearbeitet. Erling Haaland ist sicherlich einer der interessantesten Youngster auf der Stürmerposition aktuell. 19 Jahre jung, er stürmt für RB Salzburg und Manchester City, lässt ihn jetzt beobachten. Der Junge hat 18 Tore und 5 Vorlagen in gerade einmal 11 Pflichtspielen für die Salzburger aufzuweisen. Also das ist eine Wahnsinnsbilanz. Wenn der so weitermacht, dann kann der ein ganz großer werden. Bei Kelechi Iheanacho läuft es dagegen aktuell nicht so wirklich gut. Iheanacho kommt bei Leicester nicht so wirklich zum Zug, hat in dieser Saison noch keinen Einsatz in der Premier League bekommen, hat dort aber noch Vertrag bis 2022. Beşiktaş Istanbul soll an ihm interessiert sein. Ivan Rakitic hat wohl Manchester United einen Korb gegeben. Der Grund dafür ist kurios.
denn es soll am nasskalten Wetter in England liegen. Rakitic bevorzugt demnach eher Frankreich mit PSG oder Italien mit Inter Mailand. Und dann schauen wir auf Gabriel Barbosa. Der weckt das Interesse von verschiedenen Clubs. Ihm soll ein Angebot aus der Premier League vorliegen von Crystal Palace, aber es werden auch noch andere Vereine genannt. Auch der FC Schalke soll ja mal ein Thema gewesen sein. Dieses Gerücht wurde allerdings bereits dementiert. Und dann gibt es noch ein Gerücht zum SC Paderborn, denn der Bundesligist soll an Tobias Eisenhut von Energie Cottbus interessiert sein. Er soll vor einem Wechsel zu den Ostwestfalen stehen. Eisenhut ist 18 Jahre jung und defensiver Mittelfeldspieler. Unser Top-Thema dreht sich heute um Real Madrid. Da könnte nämlich im Winter ein kleiner Umbruch stattfinden. Das Medium El Desmarque berichtet, dass drei Spieler den Verein wohl im Winter verlassen könnten. Und diese drei Spieler sind Isco, Mariano Diaz und Lucas Vazquez. Da wollen wir doch mal drauf schauen. Also Isco, der hat in dieser Saison erst 3 Ligaeinsätze aufzuweisen. Es gibt Gerüchte bei ihm, ob er nicht zum FC Bayern München in die Bundesliga wechseln könnte oder zu Tottenham Hotspur in die Premier League. Sicherlich wird das auch interessant, sollte Christian Eriksen Tottenham Hotspur alsbald verlassen. Mariano Diaz, auch bei ihm gibt es Gerüchte aus der Bundesliga, nämlich zu Borussia Dortmund und ausgerechnet auch zum FC Schalke 04. Und auch bei Lucas Vazquez könnte ein Bundesligist zuschlagen, da steht der Name Bayer 04 Leverkusen im Raum. Also vielleicht wäre das ja sogar auch eine Alternative für den noch aktuellen Real Madrid-Spieler. Jetzt wollen wir mal auf Akteure blicken, die bei Real Madrid in dieser Saison noch überhaupt nicht zum Einsatz gekommen sind. Das sind Mariano Diaz, Marco Asensio und Brahim Diaz. Klar müssen wir über die sprechen. Bei Marco Asensio ist die Sachlage die, dass er sich ja im Sommer verletzt hat. Hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen. Auf den baut der Club, der wird den Verein erstmal nicht verlassen. Brahim Diaz, der wurde als Top-Talent verpflichtet für 17 Millionen Euro von Manchester City. Im Sommer war eigentlich klar, dass er verliehen wird, aber da wurde kein Abnehmer gefunden. Möglicherweise gibt es im Winter einen neuen Versuch bei ihm. Und Mariano Diaz, ja, zudem gibt es ja aktuell schon Gerüchte um den BVB und Schalke 04. Könnt ihr uns gerne auch hinschreiben, wo er besser hinpassen würde. Und auch über die älteren Spieler bei Real Madrid wird gesprochen. Modric und auch Nacho würden bei passenden Angeboten wohl keine Steine in den Weg gelegt werden. Die könnten wohl gehen. Im Falle Modric, dessen Vertrag ja im nächsten Sommer ausläuft, wäre im Winter natürlich die letzte Möglichkeit, noch eine Ablöse zu generieren. Aber da ist natürlich auch die Frage, ob das bei einem solch verdienten Spieler das oberste Ziel sein sollte. Zuletzt gab es aber immer Gerüchte um Modric, bei denen er als Tauschkandidat gehandelt wurde. Zum Beispiel beim Pogba und beim Eriksen-Gerücht. Und das ist ja immer noch ein Thema. Paul Pogba von Manchester United. Die Red Devils forderten im Sommer 170 Millionen Euro. Der Wechsel kam nicht zustande, aber der Kontakt ist nicht abgebrochen. Zinedine Zidane, der Coach, und Paul Pogba wurden zusammen gesehen, wie sie in Dubai sich miteinander unterhalten haben. Da waren die auf einer Konferenz zum Thema künstliche Intelligenz zum Sport. Also vielleicht haben die da auch über etwas anderes gesprochen, nämlich um oder über konkret Sportliches und über Real Madrid. Werden wir natürlich weiter beobachten. Rodrigo ist auch ein Name, über den gesprochen wird. Der hat erst 19 Minuten in La Liga gespielt, aber da hat er schon sein Potenzial gezeigt. Das ist sicherlich ein Mann für die Zukunft und wird, wenn überhaupt, verliehen, um ein wenig Spielpraxis zu sammeln. Und jetzt seid ihr gefragt. Das waren jetzt ja einige Namen, über die wir gesprochen haben. Bei welchen sagt ihr, die passen nicht mehr zu Real oder die werden keine Chance bekommen? Die könnten bei einem anderen Verein anders oder besser performen? Also, da freuen wir uns auf die Diskussion mit euch zum Thema, ja, wer denn Real Madrid im Winter verlassen könnte. Julian Baumgartlinger hat seinen auslaufenden Vertrag bei Bayer 04 Leverkusen um ein weiteres Jahr verlängert. Das gab die Werkself gestern offiziell bekannt. Der 71-fache Nationalspieler Österreichs kam 2016 für 4 Millionen Euro aus Mainz und stand seitdem in 90 Spielen für Leverkusen auf dem Platz, in denen ihm 3 Tore gelangen. Patrick Schick hat entgegen einer Absprache mit seinem Club RB Leipzig für die tschechische Nationalmannschaft im Freundschaftsspiel gegen Nordirland gespielt und sich dabei eine Sprunggelenksverletzung zugezogen. Das erschwert seine Integration bei den Leipzigern, für die er in dieser Saison erst 27 Minuten auf dem Platz stand. Es soll baldmöglichst eine Aussprache mit Trainer Julian Nagelsmann geben.
Eintracht Frankfurt ist wegen wiederholter Randale seiner Fans in der Europa League mit einem Zuschauerausschluss in den Partien bei Standard Lüttich und dem FC Arsenal bestraft worden. Wie die Kontroll-, Ethik- und Disziplinarkammer der UEFA mitteilte, wurde die Eintracht wegen der Ausschreitungen der Fans und des Werfens von Gegenständen im Spiel bei Vitória Guimarães verurteilt. Wegen der seit Tagen anhaltenden politischen und sozialen Unruhen in Katalonien hat die spanische Fußballliga nach Medienberichten die Verschiebung des Spitzenspiels zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid beschlossen. Der Verband habe beiden Clubs den 18. Dezember als neuen Termin für den El Clásico vorgeschlagen, nachdem zuvor auch die spanische Regierung eine Verschiebung des Spiels empfohlen hatte. Eine Entscheidung über den neuen Termin soll bis Montag fallen. Und Crystal Palace hat die Verträge von Stürmer Christian Benteke und Innenverteidiger James Tomkins um jeweils eine Saison verlängert. Der in dieser Saison noch torlose Benteke, bis heute Rekordeinkauf der Eagles, ist nun bis Juni 2021 an den Verein gebunden. Der neue Kontrakt von Tomkins, der verletzungsbedingt in dieser Spielzeit noch nicht zum Einsatz kam, läuft bis 2022. Timo Baumgartl hat den 8. Bundesligaspieltag für Transfermarkt getippt. Der 23-jährige Innenverteidiger spielt ja seit dieser Saison für den holländischen Spitzenklub PSV Eindhoven. Und das sind seine Einschätzungen, wie die Partien am kommenden Spieltag an diesem Wochenende denn ausgehen werden. Wollen wir mal gemeinsam drauf blicken. Er tippt auf einen Sieg von Leverkusen in Frankfurt. Außerdem ein Auswärtssieg von Hertha BSC beim SV Werder Bremen. Unentschieden zwischen Leipzig und Wolfsburg, genauso wie Union gegen Freiburg. Baumgartl tippt außerdem auf ein deutliches 4:0 der Bayern in Augsburg, 2:1 Düsseldorf gegen Mainz, 3:2 im Topspiel Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach. Baumgartl sagt außerdem, Köln unterliegt zu Hause dem SC Paderborn und Hoffenheim gewinnt gegen Schalke. Ihr könnt natürlich gegen Timo Baumgartl antreten im Tippspiel und sagen, nö, das weiß ich aber deutlich besser, wie die Partien am kommenden Bundesliga-Wochenende laufen werden. Wir machen Schluss für diese Woche und freuen uns natürlich, wenn ihr eifrig mitdiskutiert, zum Beispiel zum Thema, wer Real Madrid denn im Winter verlassen könnte. Und ihr könnt natürlich auch weitere Videos von TMTV schauen. Zum Beispiel gibt es hier die Marktwerte von der Serie A. Und hier unten alles zur Karriere von Bastian Schweinsteiger.